Lieben, und willkommen zu einer weiteren Folge von Golden Kamon Staffel 3. Ja, das denke ich mir nämlich auch. Der ist das nicht gewöhnt. Ich muss sagen, die 3D-Animation ist besser geworden seit der ersten Staffel. Der CGI-Bär. Ich liebe dieses Geräusch von Knirschen im Schnee. Oh Gott, guck dir die Lippen an. Eieiei. Vor einem Moment war ich jetzt so, wo ist Ogata? Aber das ist ja gar nicht die Gruppe von Ogata. Sieh mal. Ich habe schon davor schon gesehen, dass Sophia heute auftaucht. Ich frage mich, ob sie das, wie sie das machen. Weil da gibt es ja eine Stelle, wo sie sich so ihr Hemd aufreißt. Weiß ich, ob sie das zensieren oder. Neko Oyase, okay. Weiß nicht, was das ist. Oh, Jungs, da könnt ihr lange graben, das funktioniert nicht. Mit Schnee wäre das besser, wenn sie so einen kleinen Igel aus Schnee bauen. Oh ja, was Besseres können sie gar nicht machen. Ach. Das funktioniert? Ein Schneesturm? Hä? Oh, das muss ich mir merken, sollte ich mal jemals in der Situation sein? Oh, die Hundis. Oh, Karapute Hundedecke. Süß. Ach, den Hundis macht das nicht so aus.
Ja, das ist ihr Glück. Andernfalls wären sie wahrscheinlich schon längst erfroren. Oh, die Lippen sind ganz rissig. Ach, sind das nicht die trockneten Pfirsiche oder was das ist? An diesen Mochi. Ach halt, war da nicht eine Geschichte, dass Tanigaki in diese Reisklöße was reintut, was da nicht reingehört? Und zwar Persimmon. Irgendwas war da. Also ich hätte mir aus Schnee irgendwas gebaut, irgendeinen Schutz. Ach ja, krass, stimmt. Ach, das Leuchtturm. Ich meine, bevor er friert, würde ihm wahrscheinlich erstmal noch warm werden. Oder zumindest denkt er, dass ihm warm werden würde. Würde er sich alle seine Kleider vom Leib reißen. Das Baby. Das ist so ein Clown. Oh Gott, ich hoffe nicht, dass jetzt, jetzt irgendwie ins Delirium fällt. Boah, sieht das krass aus. Ich weiß nicht, es erinnert mich an Assassin's Valhalla. Wenn man Gold sucht, da taucht auch immer oben im Himmel so dieser gelbe Punkt auf. Was ein Glück, Gott sei Dank. Was hat er da geschrieben? Süße Dampfen. Die drei werden fast erfroren und die drin haben Tee und Kuchen. Ja, hätten sie den Kerl nicht getroffen? Warte, sind das nicht? Ich will es nicht spoilern. Da war doch was.
Sag mal, ist er größer geworden? Natürlich kann ich. Ganz, ganz, ganz langsam aufwärmen. Ja. Wie bitte? Oh nee, der kriegt einen Anfall. Ich also mach das bloß nicht. Nein. Erboscht. Küsner. Ja. Das wissen wir spätestens seit Juri und Eis. Ach ja, die da. Na klar, ich komme in so einem Kuhkauf wohnst und dann kommt ein schöner Mann und nimmt dich mit. Ja, klar, gehst du dann mit dem mit. Ja. Ach ja, was sollen die da machen? Ich weiß gar nicht mehr, wie das ausgegangen ist. Oh Gott, alle Beine. Die Rahmen sind schön. Svetlana. Die lebt bestimmt irgendwo und ihr geht's jetzt viel besser als dort. Ja. Ich hoffe, das ist jetzt nicht wieder das Bild von Tani Gaki. Was ist das denn? Oh mein Gott. Sie gucken so. Ich glaube, das war keine gute Idee. Das sieht so süß aus, wenn die Hunde sich da zusammenrollen. Meiko Oyasi. Ach, das ist bestimmt ein Lux, oder? Ich meine, es kann entweder nur ein Tiger sein oder ein Lux. Das hört sich super gruselig an, wenn die fauchen. Ja, es könnte auch sein. Ja.
Okay. Aber man sagt, man nennt doch auch ältere Frauen, die jüngere Partner haben, Cougar. Ja, Ogata ist definitiv eine Katze. Er hat sehr viel von einer Katze. Aber ich glaube, so wie sie es erzählt, hört sich sie eher nach Tiger an. Ja, aber man bedenke, Katzen haben nur ein Leben. Dürfte ziemlich schwer sein, ihn zu töten. Ja, das ist definitiv ein Tiger. Wobei, der Luchs hat ja ziemlich, ziemlich dicke Pfoten. Das könnte vielleicht auch ein Luchs sein. Ja, das ist natürlich wieder das, was sie interessiert, ja. Ja, die war richtig hübsch. War, ja. Linsky. Ach, bestimmt Gefängnis, oder? Ach, nee, doch nicht. Ach so, verstehe. Aha. Boah, oh, krass. Ganz schön viele. Wie bitte? Boah. Ach Gott, die machen auch keinen Halt vor Frauen, ha? Die Lady ist so tough. Sophia Goldhand. Wie Goldfinger, ha? Ja, der hat natürlich wieder seine nächste Beute ausgewählt.
Und weg ist es. Wie kann es niemandem aufgefallen sein, dass da so eine große Katze rumschleicht? Gassi sich die Pfoten und seine Abdrücke überlappen, ja. Würde mich ja interessieren, wie viele seiner neuen Leben er schon vergossen hat, vergeben hat. Ich kann mir das richtig vorstellen, dass da in so einem Feuerball aufgeht, lachend und total gaga. Und dass er dann sein Ende findet. Ich glaube, der Wolf steht für Sugimoto, weil er sie sucht. Ist echt genial. Ach, wer ist denn da? Svetlana. Aber wie ist denn das Mädel im Gefängnis gelandet? Sieht aus, als würde sie Gehirnschlafen. Aha, Julva. Die Zahnlücke. Na, die Geschichte verdichtet sich. So, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir ein Like, es kann mir folgen und danke fürs Zusehen. Bye, bye.